grüß Gott, Madl und Burm. Hier ist wieder der Wähler vom Barbecue Altherlach. Heute wieder auf Reisen hier beim David Pitraler in Bensheim beim Burggrafbräu. Treffen der deutschen Barbecue-Szene. Die stehen alle da hinten. Schau mal rüber, Lars. Hallo Jungs. Du willst jetzt aber nicht mehr flambieren, oder? Also, so ein Fachgespräch geführt, gehe auch über mehrere Meter Entfernung. Der liebe Rolf, Westmünsterland Barbecue. Und wir haben das hier gemacht. Einen wunderbaren Flammkuchen mit geräucherter Entenbrust, Preiselbeeren, Birnen, ein paar Zwiebeln und Walnüssen. Und jetzt zeige ich euch, wie man das gemacht hat. Viel Spaß. Ja, was brauchen wir jetzt für unsere Flammkuchen mit Entenbrust, Walnüssen und so weiter? Das folgende. Flammkuchenböden, die habe ich hier vorn. Und die sind hier, das sind fertige. Ich nehme immer die von der Tante Fanny, weil die wirklich gut sind und sehr schön gleichmäßig und auch wirklich nach was schmecken. Dann haben wir hier zwei Birnen, Walnusskerne, Creme Fraiche und Preiselbeeren, natürlich nur aus dem Odenwald. Hier vorne haben wir noch zwei rote Zwiebeln, die Flammkuchenböden, Salz, Pfeffer und in der Mitte den Star des Ganzen, die geräucherte Entenbrust. Wir sind ja hier beim David Pitraler in Bensheim im Burggrafbräu beim Videotreffen von der deutschen Barbecue-Szene. Die Brust habe ich vorgestern noch zu Hause im Keck geräuchert bei 120 Grad. Habe die nur mit Salz, Pfeffer und Thymian ein bisschen eingerieben und bei 120 Grad auf einer Kerntemperatur von 74, 75 Grad gezogen. Und das kommt jetzt alles drauf. Und jetzt legen wir los. Als erstes nehme ich die Walnusskerne und hacke die hier so ein bisschen klein. Unter der Vermeidung, dass die mir zu weit wegkupfen. Also es muss jetzt gar nicht so super klein sein, die können ruhig ein bisschen Biss und Textur haben. Einfach hier so ein bisschen klein. Geht am besten mit dem Hund hinten. Die sollen dann bloß so als Akzent auf den Flammkuchen mit drauf. Die Zwiebeln schneiden wir in ganz, ganz dünne Halbmonde, weil die sollen auch bloß so ein kleines bisschen auf dem Flammkuchen drauf verteilt werden. Also recht viel mehr, recht viel dicker als so sollen die nicht werden. Jetzt haben wir ein bisschen Obst auch, gell? Die Birne, die habe ich vom Kerngehäuse befreit. Und schneide die jetzt ebenfalls in dünne Stücke. Dünne Stücke deswegen, weil wenn die Birne nicht ganz weich ist, wird sie dann zumindest hier schön weich und süß. Also im Prinzip so groß wie die Birne. Wichtig beim Birnenschneiden ist immer, dass im Hintergrund ein paar Leute rumplärren. Schatz, mal hier. Ich fange eben an mit. Und dann haben wir ja natürlich noch das Felix. Die Entenbrust schneiden wir jetzt auch dünn und dann schneiden wir die ein bisschen wie so Bacon-Streifen auf. Das heißt, wir nehmen uns also hier unser Entchen. So, jetzt ist auch fertig und jetzt habe ich keine Hitze mehr. Kann man so lassen, gell? Schneiden die dünn auf. Probieren ein Stück. Meine Kamera, das Kind kriegt auch was. Oh, danke schön. Das ist der Lars. Sag mir Hallo, Lars. Hallo, Lars. Und die schneiden wir dann hier so in so Streifen nochmal. Sind die Streifen, Lars? Das sind schräge Streifen. Schräge Streifen, genau. Wir sind ja schräg. Schräge Vögel. Ja. Das mache ich jetzt mit der ganzen Ente. Und dann belegen wir. Und dann geht es schon in den vorgeheizten Big Green Egg. Sind wir bei ein bisschen über 250 Grad. Ich bin gerade angewiesen worden vom Daniel, dass ich da mal Hine machen soll, oder? Genau, der macht nämlich jetzt eine super Flammkuchen, der knallt da jetzt erstmal ein halbes Pfund Creme Fraiche drauf, dann kommt ein bisschen Entenbrust drauf, ein bisschen von der Birne ist das, ne? Birne. Ist das eine Birne? Dann haben wir ein bisschen Zwiebel dort und während er das macht, weil es so unendlich lange dauert, erzähle ich so ein bisschen was, ne? Jetzt hat er einen Witz. Nö, heute nicht. Doch, ich habe einen Witz. Oh, oh, da kommt ein Witz, weil es so unendlich lange dauert. Wisst ihr denn, wie man eine Beziehung mit zwei Buchstaben beenden kann? Schatz, wir hatten schon 4 Wochen keinen Sex mehr. Du! Eigentlich ist der Lars für sowas zuständig. Alter, haben wir jetzt nicht weiß. So, und jetzt kommen da die Preiselbeeren drauf. Ja, einfach wie viel so. Wie machst du denn da drauf? 40 Gramm? So Flöckchen. 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 So. Preiselbeerflöckchen. Hier ein bisschen was. Und da ein bisschen was. Und dort. Das ist nur für den Geschmack, oder? Ja. Also, wir haben dann das Raucharoma sozusagen von der Gänsebrust, ein bisschen
und Salz drüber. Dann kommen noch ein paar von unseren Walnüsse. Die du vorher mit brachialer Gewalt mit brachialer hast. Gewalt, aber dermaßen hergefotzt habe, wie der Bayer sagt. Mit dieser Katze. Aber ich hab ja die Entenbrust vorher schon mal probiert. Die hast du ja vorgeräuchert, ne? Die habe ich daheim geräuchert, ja. Einfach nur super. Ohne Witz, die ist echt gut. Ich muss mir noch gerade mal noch so. Ohne Witz, die ist echt gut. Aber ich lasse dich jetzt mal ein bisschen machen. Ja, wir machen jetzt einfach das Ganze hier auf den Schieber. Da haben wir vorgeheizt auf 250 Grad. Deckel zu. 3-4 Minuten soll es dauern. Dann sind wir soweit. Und darf der Team essen. Ja, und so schaut es aus, wenn er dann fertig ist und vor uns ist, unser wunderbarer Flammkuchen mit der geräucherten Entenbrust, Preiselbeeren, Birnen und Walnüssen. Ja, und zufällig, gell, wie das Leben so spielt, habe ich hier 4 Videogriller und einen an der Kamera, den Lars. Sag mal Hallo Lars. Hallo Lars. Sehr gut. Dann haben wir in der Reihenfolge des Auftretens den Markus von der 15, den Christian von Cook With Me AT, den Sebastian von der Saarländer Barbecue. Hallo. Und den lieben Jörn. Servus. Von Barbecue aus Hessen, glaube ich. Schon mal gehört. Du darfst. Habe ich auch schon mal gerne zugreifen. Das hier hat sich jetzt auch nochmal geschnitten, ne? Jawohl. Alles ist geschnitten. Ja. Ein Träumchen. Ja, sieht gut, Farben sieht ganz gut aus. Ne? Farben sind gut, das ist ja diese. Na? Das sind die Farben von, weißt du schon? Prost. Prost. Probieren wir. Das Gute ist, dass wir ja gerade gesprochen haben, dass man es auch mit Gorgonzola machen kann. Jetzt bleibt es nur kurz dran. Wir machen das mit dem Gorgonzola noch. Aber geht so auch, gell? Ja, das ist gut. Sehr gut. Ich habe schon Schlechteres weggeschmissen. Ich wollte gerade sagen, merkt man gar nicht klar, gell? Tim? Sag mal, hallo Tim. Hallo Tim. Probiert prinzipiell mit Handschuhen. Leichte Trüffelnote. Ja, wenn ich meinen Flammkuchen Tennisschläger in der Hand habe, heißt es, wir holen jetzt einen Flammkuchen raus. Und jetzt schauen wir mal. Sehr schön, oder? Sehr schön. Käse ist auch schön verlaufen. Und dann werden wir den jetzt auch probieren. Ja. Wie ist es früher? Komm und probierst, drei Musketiers. Da gab es mal so einen Schokoriegel, der hieß so. Da waren wir noch nicht geboren, Peter. Nee, Peter. Aber die Telefone mit der Scheibe, kennt ihr das noch? Ja. Hast du das jetzt auch noch? Einer. Vom Hören sagen. Sag doch jetzt nichts. Dann ist er mein privater Jungbrunnen hier, die jungen Menschen. So, jetzt schneiden wir hier mal durch. Riecht schon. Gorgonzolig. Gorgonzolig? Ist der kräftig oder milder Gorgonzolig? Pikante stand drauf. Ah, Pikante von Antje. So, also. Sebastian hatte die Idee, der muss als erstes reinbeißen. Hat keine Auswirkung aufs Augenlicht. Geil. Sehr gut. Ja. Kann man machen. Kann man beides machen. Ja. Sehr gut. Kann man, ein Kind. Jetzt isst er Lars. Iss mal Lars. Also wenn man Gorgonzola mag, wird man diesen Flammkuchen lieben. Ja. Man könnte ja vielleicht, wenn jetzt jemand Probleme hat mit dem ganz bekannten Gorgonzola, den Deutsche nehmen. Und muss noch ein bisschen Mascarpone dazwischen drin. Wenn ihr keine Preiselbeeren zu Hause habt, Gorgonzola und Honig passt auch sehr gut zusammen, dann könnt ihr einfach ein bisschen Honig drüber machen. Und wenn ihr keinen Honig zu Hause habt, könnt ihr zum Beispiel auch Ahornsirup nehmen. Passt auch gut zusammen. Und wenn ihr keinen Ahornsirup habt, dann könnt ihr zum Beispiel auch Agavendicksaft nehmen. Dicksaft. Und wenn ihr keinen Agavendicksaft habt, dann nehmt ihr eine Dose Ananas und kocht den Sirup ein. Und wenn, auch. Und wenn ihr jetzt dann keinen Flammkuchen habt, dann nehmt ihr noch ein Burger-Patty dazu, ein Stück Ananas quasi und Gorgonzola. Und dann habt ihr einen Burger. Und wenn ihr kein Burger-Patty habt, dann könnt ihr auch Toastbrot nehmen. Und wenn ihr kein Toastbrot habt, lasst es einfach bleiben. Und wenn ihr jetzt immer nur dran seid, dann könnt ihr dem Christian noch zuschauen, mal probieren. Der geht schon wieder. Also, sehr gut. Nachmachen, unbedingt.
Und dann habe ich dann noch das Getränk. Zum einen habe ich den David da. Vielen Dank, es war wunderbar bei dir. Und du brauchst auch dieses Bier noch selber. Ja, nicht ich, aber mein Braumeister. Der Braumeister. Was haben wir da? Ein helles, gebraut nach Pilsener Brauart, bisschen stärker gehopft. Danke. Prost. Ich habe es gestern schon den ganzen Abend trinken müssen und das war also ganz ohne Zwang, es war wirklich ein super geiles Bier, es ist eine super geile Location hier. Wenn ihr mal in der Nähe seid, Bensheim bei Burggrafbräu, ja, unter irgendwie da im hessischen Burggrafbräu, schaut vorbei, Steak Tasting ist legendär. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht, Daumen hoch, wenn nicht, ein netter Kommentar auch, wenn ihr nicht Abo, wenn ihr kein Abo hat, könnt ihr unten aufs Logo drücken, holt diesen Makel nach und ansonsten, sehen wir uns bald wieder. Macht es gut und pfiat euch. Ciao, ciao. Sau gutes Bier. Läuft.